so sind es genau 15 Schritte und 30 Schritte. Pro Schritt rechne ich eine halbe Sekunde, dann macht 7,5 Sekunden. Und pro Schritt sagen wir mal eine Sekunde, mal 30, macht 30 Sekunden, macht sehr genau 37,5 Sekunden. Vom Ladeneingang bis an die Schritt auf. Schreiben. Du bist gut. Kannst du nur sagen, wie? Wenn ich mal wieder einen Stressel muss spielen. Ach, steh doch die Hecke mal ab. Mensch, bist du kompliziert. Wie musst du etwas sagen? Du hast da bei dieser Mission Direktive. Ah, es geht auch um meine Gebote. Ich habe die Gebote von meinem Sohn. Hast du denn schon einen Namen für deinen Sohn? Ja, Florian. Florian Hasler. Das war doch nicht an mich. Doch, doch. Ich hätte eine Haare gekauft. Warum ist denn immer das hat euch überhaupt so viel Züge? So und nicht doch. Hey, 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 jetzt fang du nicht an mit dem Thema. Wir haben schon mit der Monika diskutiert. Ich kann das nur mehr hören. Und hat es dritte gefragt? Ah, nein. Bilateral gestört. Also, kann man jetzt aufschieben? Jetzt muss ich es nochmal nachrechnen. Also, 15 Schritte, eine halbe Sekunde. Macht 7,5 Sekunden und 30 Schritte, Steckentritt, auch etwa Sekunden, macht 30 Sekunden, macht 37,5 Sekunden. Also 37,2 Sekunden. Vom Ladeneingang bis an die Bonnestunde. Bis zur Bonnestunde. 1, 2, 3, 4. Und von der Bonnestunde bis zum Schlafzimmer sind es nochmal 4 Schritte, eine halbe Sekunde, dann gibt es 2 Sekunden. Das ist gut. Also, in 2 Sekunden zu den 37,5 Sekunden gibt es 39,5 Sekunden. Genau. Also, ich will 40 Sekunden. Hey, hey, was? Die sind zu flatterhaft, die haben genau aufgeschrieben werden. 39,5 Sekunden. Was dann? Also, ich will es auch dazu geben, oder? Wo ist die Lüfer? 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 Ganz gut, hey, was so? Los, mach die Füße, da machst du an, das ist ein Lüfer, los! Aber, so ist der Abgrund. So, so. Sind Sie schon? Jetzt schon das Füße. Oder zwei? Aber du hast mir doch erzählen, wie man da drin ist. Der fragt mal die Frau aus.
wie ist es gegangen? Ist schon schlecht geworden? Er hat sogar eine Statistik gemacht. Also, 94 von 100 Frauen haben ihr Kind im Spital bekommen. Zwei Frauen daheim, also ausgebucht. Eine Frau im Taxi und eine Frau im Flugzeug. Und eine Frau hat es nicht mehr gewusst. Minuten und 3 Sekunden, sind genau 17 Minuten und 45 Sekunden.
ja, aber nur wenn alles gut kommt, dann kehre ich auf die Straße. Und hast du jetzt eigentlich dein Auto parkiert? Vor deiner Garage-Ruine. Ruine? Hey, das ist eine neue Garage. Sie. Bevor ich sie dort parkieren wollte. Nicht, dass ich meine neue Garage hier fahre. Da geht's noch. Da muss ich sehen. Was ist los? Ich muss
Ich denke, ich freue mich.
Ich bin ein Freund von der Familie Hasler. Ich habe den Herrn Hasler gesucht. Und haben Sie gefunden? Nein, wer? Der Hasler. Nein. Haben Sie denn mal im Büro geschaut? Wenn es ein Mädchen ist? Mädchen? Ja, ich würde mich nicht freuen. Der Bub oder Mädchen ist doch egal.
Aber gesund muss er sein. Ich bin der Hebamme!
anstellen. Aber was macht sie denn da am Fenster? Jetzt komm bitte, weil die Hebamme am Fenster. Ich bin schon hoch!
Ja, dann mach. Ciao, Mami. Jetzt ist der Bauer schon wieder zu. Guten Tag, Freisel. Thank you.
mich so von der Situation abpasst. Come on.
Wieso zukünftige Mütter? Ja, weil die Frauen ihre Koffer selber müssen packen. Warum? Weil sie fangen nicht zu blöd. So, wait. Also, Kamera auf. Ihr seid zukünftige Mütter. Folgendes müssen Sie unbedingt ins Spital legen. Es Zahnbürstchen, Zahnbürste, es Pyjama, Winkel, es Bild vom Ehemann. Also nein, ich sage aber nicht mehr heim. Mehr gar nicht, okay, die Tempel, die ich auch nicht
ist einfach viel zu sehen. Das tut mich absolut in meiner künstlerischen Freiheit einfangen. Hey, ich tue einfach halt den Tisch da in die Küche raus. Machen Sie das auch. Zu dir, Frau Feldweiberin. Komm, wir machen jetzt, was Sie sagen. So geht es so. Ja, ich weiß nicht so recht. Ich bin gerade am Überlegen, wie mir das Ganze ein bisschen authentischer gestalten müssen. So, alles erledigt, Frau Feldweiber. Gut, dann machen wir jetzt halt, bis das losgeht. Ja, gut. Wir warten noch, bis es losgeht. Entschuldigung, jetzt müssen Sie schon langsam fahren. Sie sind die, die alles...
durcheinander gebracht hast. Yeah.